Servus miteinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gipfelholz. Ich bin wieder mit am Start, die Kerstin. Hinter der Kamera ist der Jens. Servus, Leid. Und jetzt kommt unser Stargast. Der fehlt noch. Ja, das Straußenei ist geflogen gekommen. Woher wir das haben, haben wir euch ja bereits im letzten Teil des Videos gezeigt. Wenn ihr den verpasst habt, schaut es nochmal an. Wir haben ihn euch verlinkt hier oben. Es war so witzig. Und in diesem Video heute zeigen wir euch, wie wir dieses Ei befüllt haben mit Epoxidharz und es zum Leuchten gebracht haben. Und es sieht so schön aus. Schaut es euch an. Wir starten direkt mit der Befüllung. Viel Spaß! Wir werden jetzt versuchen, das Ei auf einmal zu gießen. Es ist folgendermaßen. Eigentlich ist es eine Aushärtungszeit, steht hier drauf, von 24 bis 48 Stunden bei einer Raumtemperatur von 20 Grad. Wir wollen das Ganze jetzt aber, dadurch, dass wir hier so eine hohe Schicht haben, aber langsamer aushärten lassen. Dadurch probieren wir das Ganze jetzt mit einer geringeren Raumtemperatur. Haben dadurch eben eine höhere Aushärtungszeit. Wir haben uns beraten lassen von der Firma DD Composite. An dieser Stelle nochmal Dankeschön für euren tollen Support. Alle mal zuhören! Dankeschön! Und zwar, wir haben uns für die Firma DD Composite entschieden und deren Harz aufgrund folgender Vorteile. Die Vorteile: Wir können es sehr hochschichtig gießen, haben eine geringe Wärmeentwicklung, haben eine lange Verarbeitungszeit von ca. 4 Stunden, dadurch eine sehr gute Entlüftung, ein klares System und es riecht nicht. Wir haben ja dieses Ei jetzt mal mit Wasser befüllt, um mal das Volumen rauszukriegen von diesem Ei und haben dabei festgestellt, dass das Wasser durch das Ei oder durch, beziehungsweise durch die Poren ganz leicht rausläuft. Und das jetzt, wir wissen natürlich nicht jetzt, wie die Dichtigkeit von diesem Harz hier ist. Deshalb wollen wir das jetzt einfach mit der Glassichtfolie abkleben und ja, luftdicht verpacken eigentlich von dem her, damit wir ja keine Sauerei dann auf dem Tisch haben. Deshalb werden wir das Ganze mal hier machen, werden wir das mal richtig schön einpacken. Gut, jetzt haben wir das mal schön verpackt. Ich hoffe, das ist dann schön dicht, dass wir ja keine Sapperei auf dem Tisch haben. Das wäre dann nämlich nicht so toll hier. Gut, dann werden wir jetzt mal das Harz oder beziehungsweise die Farbe anmischen. Jens hat ja vorhin schon das Volumenliter hier ausgemessen, das heißt, wir haben hier das mit Wasser befüllt. Das ergab 1350 Milliliter Volumenliter. Das Ganze wir brauchen jetzt ja die Harz-Härte-Mischung, das heißt, wir müssen das Ganze mit Faktor 1,2 multiplizieren, das Volumenliter. Ergibt somit 1620 Gramm, weil das Harz-Härte oder das Gießharz-Härte-Gemisch ist nachher in Gramm. Das heißt, wir brauchen exakt 1620 Gramm und im Verhältnis steht es dann 100 zu 38. So, der Härte setzt sich hier am Rand immer noch ein bisschen ab. Deswegen machen wir es jetzt so, dass wir das Ganze nochmal umschütten, dass wir ein richtig gutes Mischverhältnis dann haben. Dass wir dann sicher sein können, dass das eine richtig gute Mischung ist. Ja, und jetzt kommt der erste Becher, wird das mal ins Ei gegossen. Schauen wir mal. Jetzt noch einmal kurz durch. Jawohl. Ja. Jetzt geht das Ganze. Und jetzt kleckern nicht.
Was ist, wenn ich lecker? Da musstest du auch putzen. Zum Glück nicht auflecken. Nee. Oi. So, Runde 2. Fertig mit Gießen. Kerstin hat ihre Sauerei aufgeputzt. Ja, genau. Die habe ich aufgeputzt. Prima, ich fasse jetzt mal ins Ei. Also das ist wirklich überhaupt nicht heiß oder warm. Hör überhaupt auf, nicht. Verbrenne ich nicht! Da passiert doch nichts. Nein, es ist total kalt. Also ja. Das ist schon mal ein mega Vorteil von dem Harz. Gut. Jetzt müssen wir allerdings sehr lang warten. Wahrscheinlich, gell? Ja, 2-3 Tage müssen wir warten, bis es dann, ich schätze mal 3 Tage, bis es ausgehärtet ist. Aber wir werden sehen. Und dann geht's weiter. Tage später ist das Ei endlich fertig. Das haben wir echt lang gewartet. Ja. Jetzt müssen wir es mal auspacken. Ja. Aber weißt du, was das Gute ist dran? Was? Es ist nicht ausgelaufen. Schau das mal. Das stimmt. Darf ich mal heben? Achtung. Ist das schon hart? Ah, okay. Wow, das ist echt schwer. Jetzt müssen wir es auspacken, oder? Die Folie können wir wegmachen. Ja, es ist ja Gott sei Dank jetzt nicht so wie mit dem Wasser raus durch die Poren gelaufen, sondern machen wir es mal hier auf. Und jetzt zeige ich euch mal, was der Jens in der Zeit gemacht hat. Das finde ich richtig cool. Kerstin war ja so faul. Gar nicht, ich habe geschlafen. Das kann man nicht faul nennen. Und zwar hat er hier einen Holzblock für unser Ei gebaut. Richtig schick, vor allem mit dem Braun. Hast du echt schön hingekriegt, Jens. Danke. Bitte. Was ist denn das für eine Maße? Das sind 12 auf 12. Nee, Höhe sind dann ja doch 12 auf 12, alles 12 auf 12. Genau, und das wird dann der Kasten hier, da wird dann eine Lampe reinkommen. Diese Lampe verlinken wir euch. Das ist eine GU10-Fassung, die werden wir noch euch verlinken. Und zwar haben wir da in dieser Lampe, ihr könnt es hoffentlich sehen, noch einen Kamindichtband reingeklebt, damit das Ei hier einfach nicht rausleuchtet. Nicht rausleuchtet an der Seite, genau. Das hebt auch ganz gut, reingeklebt, trocknen lassen, fertig. Und die werden wir euch nach unten verlinken, wie gesagt, und die kommt dann hier rein. Wir haben ein so wunderschönes Muster entwickelt. Das Ganze haben wir über den PC mal ausgedruckt und geplottert, damit wir das Ganze mal aufs Ei drauf machen können, um zu sehen, wie das aussieht. Jeder von euch kann das natürlich auch, wenn ihr da das Talent für habt, selber einfach mit einem Stift hier aufmalen oder ihr könnt selber euch was ausdenken, wie ihr das haben wollt. Ich zeige euch jetzt mal das Muster, für was wir uns entschieden haben. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie uns. So, dreh's mal ein bisschen noch nach unten, dass man es besser sieht. Jawohl. Ich habe jetzt das Ei soweit alles für den Jens fertig bemalt, dass er das nachher schön ausfräsen kann. Zum Ausfräsen haben wir von Diktum den Mini-Poliermotor PM75 gestellt bekommen. Dafür nochmal recht herzlichen Dank, Diktum. Das Ganze hier wird dann mit den Kutzahlaufsätzen genau, bearbeitet. Da haben wir auch 3 Stück bekommen. Die sehen so aus, mit denen fräsen wir das Ganze oder fräst der Jens das nachher ein. Und das ist die Welle, richtig? Das ist die Welle dazu, genau. Ich habe was gelernt. Du hast was gelernt, die flexible Welle, genau. Und das werden wir euch natürlich alles nochmal unten verlinken. Ja, und ihr macht nochmal ein separates Video darüber, gell? Ja, wir werden noch ein Vorstellungsvideo machen, genau. Genau, das seht ihr dann von den Jungs. Und jetzt, Jungs, geht's los, es wird staubig. Viel Spaß. Kerstin. Jens. Ah. Hilfe.
Jetzt geht's mal los. So, nach getaner Arbeit. Was heißt, ich bin noch nicht fertig? Aber schon mal das Gröbste hast und schau mal, wie du ausschaust. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie trotz Maske, gell? Ja, übel. Also ich bin von schon oben bis unten. Ein bisschen arg staubig. Ja, also guter Tipp, nimmst eine Maske. Aber du schließt ja trotzdem. Jetzt machst du die noch mehr dreckig. Macht nix. Ab unter die Dusche nachher. Du verstaubter Jens. Ich bin noch nicht fertig. Jetzt sind wir endlich, oder beziehungsweise ich, endlich fertig mit dem Ei. Das hat jetzt 4-5 Stunden gedauert. Schaut doch geil aus, oder? Bin mal gespannt, wie es dann später beleuchtet ausschaut. Ich werde es jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen drüber polieren mit dem Polierer. Und dann legen wir los mit Einpinseln mit Haar. Der Jens hat das Ganze hier schon mal etwas vorpoliert, allerdings hat er das nicht richtig gut hinbekommen, muss ich hier mal sagen. Es geht auch nicht besser. Ja. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal von der Firma DD Composite den Härter 313 mit dem Harz Epux 4305. Mischverhältnis hier ist bei 50:100, das mische ich jetzt mal an. Und damit wollen wir erreichen, dass das Ganze wieder richtig schön glänzt. Genau, also das Harz, das ist jetzt anders wie das erste Harz, das H1 und das R1, sondern bei dem Harz ist es jetzt so, dass es schneller aushärtet und nicht ganz so flüssig ist. Schaut her, jetzt ist alles fertig eingepinselt. Schön, guck, wie es leuchtet. Fertig. Das ist es geworden. Und ich habe noch eine Fleißarbeit gemacht. Und zwar noch ein zweites Muster reingemacht. Und jetzt drehen wir einen kleinen Eyeporn, um es euch zu zeigen. Viel Spaß. Jetzt sind wir schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat der kleine Eyeporn gerade eben gefallen. Dieses Ei hoffentlich auch, dieses Projekt. Ja, es war ein richtig aufwendiges Projekt, gerade mit der Ausfräserei. Das war echt heftig, aber es hat sich, denke ich, mal gelohnt. Ja. Definitiv. Und ich würde sagen, wenn es euch genauso gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert unseren Kanal und macht die Glocke an. Dann verpasst ihr auch nichts mehr.
Wir würden sagen, wir uns verabschieden und sagen einfach liebe Grüße aus dem Allgäu. Servus. Euer Jens und Kerstin. Ciao.